So, Hallöchen, ihr Lieben. Endlich habe ich es mal geschafft und meine Herbstvideos rausgekramt und jetzt fertig gemacht. Und zwar nehme ich euch heute mit auf meine Rohkost-Berlin-Reise. Diesen Herbst bin ich mit Freunden losgefahren nach Berlin und wir haben mal ausgetestet, was so geht, wie viel Rohkost es gibt. Auf der Fahrt war natürlich wieder Reiseessen dabei. Das waren noch Zeiten, als es noch Heidelbeeren gab. Unser erster Anlaufpunkt in Berlin war das Rawtastic. Das hat im späten Sommer 2015 eröffnet und das wollten wir uns alle unbedingt mal anschauen. Schon waren wir drin, haben wir dann auch ein paar bekannte Gesichter gesehen. Zum Beispiel der Robert von der 1x1 Rohkost. Das Rawtastic hat schon eine gehobenere Küche. Ich würde sagen, eine High-End-Rohkostküche mit kleinen Raffinessen, das aber auch seinen Preis hat. Aber sehr lecker ist. So, im Rawtastic habe ich einen hausgemachten Rote-Bete-Kombucha getrunken. Der war sehr, sehr lecker. Das haben die echt gut gemacht. Meine Favoriten waren die Smoothies, die die hatten. Und die kleinen Frühlingsrollen. Dann habe ich noch eine Käseplatte probiert mit verschiedenen Pasten und Chia-Brot dazu. Es war echt ein schöner Abschluss vom ersten Tag. Am nächsten Morgen hatten wir einen Smoothie getrunken im Vegans. Und so gefühlt gibt es Vegans an jeder Ecke in Berlin, also kannst du überall Smoothies trinken. Da wollten wir schon im Vegans Brunch rein und haben uns das angeschaut, aber es ist sehr nett gemacht und sehr lecker, aber nicht so viel für Rohköstler dabei. Ach so, im Vegans gibt es übrigens super leckeren Rohkostkuchen, aber wenn du Wert auf Bio legst, musst du immer nachfragen, was drin ist, weil nicht alles Bio ist im Vegans. Der Schoko-Avocado-Smoothie dort, der war echt heftig und mächtig. Danach habe ich erstmal nichts mehr gebraucht. Dann haben wir uns entschieden, eben weiterzuziehen und in den nächsten Smoothie-Laden zu gehen. Also war dann der nächste Stop der Liquid Garden. Wir standen mit faszinierten Gesichtern davor, weil der Laden echt übelst hübsch und nett aussah. Liquid Garden kann ich total empfehlen. Die haben tolle Zutaten dort, sehr leckere Smoothies und auch die Bedienung ist super, super lieb und nett und macht das Ganze mit Herz und das merkt man. Man bekommt seine Smoothies in Glasflaschen oder in kompostierbaren Behältern. Das finde ich besonders toll. Dort habe ich einen Smoothie getrunken und einen Brownie gegessen und die Kuchen und Süßigkeiten kommen von der Juliana, die in Berlin auch regelmäßig Potlucks organisiert und selber unheimlich gute Torten zubereitet. Den Link für Facebook schicke ich euch auch mal unten in die Box. Dann ging es auch schon weiter. Der nächste Halt war die Juicery gegenüber vom Mauerpark. Auch ein echt guter, kleiner, netter Laden. Und dort haben wir die Dani getroffen, eine Freundin, die wir auf dem Raw Fruit Festival im Sommer kennengelernt hatten. Und die Dani kann super leckere Smoothies zubereiten. An dem Wochenende fand auch der Green Market statt. Das war ein ganz kleiner, netter veganer Markt und auf dem es eben alles gab rund ums vegane Leben und sogar auch einen herzhaften Rohkoststand und einen Stand von der Juicery.
Also haben wir uns ein rohes Curry gegönnt und natürlich gab es auch was Süßes für mich und dann als Nachtisch noch ein Epic Nuts Smoothie von der Juicery, der auch echt gut war. Das Curry hat uns an dem Tag gut eingeheizt, da war irgendwas Scharfes drin, aber dadurch wurde uns auf jeden Fall nicht kalt. Dann kam Ben noch dazu, den wir auch auf dem Rough Roof Festival getroffen haben und der in Berlin jetzt diese Fruit Co-op organisiert und in regelmäßigen Abständen Früchte und Gemüse aus der spanischen Farm liefern lässt. Also wenn ihr da bestellen wollt und mal mitmachen wollt, gibt es auch einen Link unten drin. Das ist eine sehr schöne Sache, die man unterstützen kann. Wir sind dann für ein gemeinsames Abendbrot in The Bowl gegangen. Das ist ein veganes Restaurant auf jeden Fall und es gibt größtenteils Rohkost. Und es ist schön ausgeschildert, man kann sich sehr viel Rohes aussuchen. Allerdings war es schwierig, einen Platz zu kriegen. Das Restaurant ist sehr gut besucht und da muss man sich schon mal eine halbe Stunde anstellen, bevor man reinkommt. Die bereiten alles nach Saisonobst und Gemüse zu, das finde ich besonders toll. Und wenn es mal was auf der Karte nicht gibt, dann kann man sich auch was zusammenstellen lassen. Ich hatte einen Gurken-Algensalat mit Sesam, eingelegte Pilze, dann war noch ein Salat dabei mit Kürbis und rote Beete und eine Avocado-Creme mit normalem Brot, also Algenbrot war das, weil das Rohkostbrot leider alle war. Zum Nachtisch gab es natürlich noch Kuchen und Schokopudding. Noch voll von dem letzten Abend war ich dann am Morgen nur eine Trinkkokosnuss trinken und das hat mir auch völlig gereicht. Ich habe übrigens zum ersten Mal in Berlin eine Trinkkokosnuss getrunken und es war sehr frisch und sehr lecker. Nur von der Atmosphäre her würde ich, glaube ich, lieber unter Palmen die Trinkkokosnuss trinken, wo sie auch wirklich herkommt. Auf dem Weg zu Stefanias Arbeit sind wir an einem Superfood-Smoothie-Lädchen vorbeigelaufen und haben uns dann auch noch ein Frühstücks-Smoothie geholt. Zwischendurch war ich dann auch noch mit Sascha unterwegs und er hat mir dann zum ersten Mal eine Durian gezeigt. Also ich habe ja schon im Sommer bei K die Durian gerochen und da war ich nicht so überzeugt davon. Und als wir in den Asialaden reingegangen sind, hat es auch unheimlich krass gestunken. Ja, und dann habe ich gekostet. Aber mein Fall ist es überhaupt nicht. Also für mich schmeckt es wie eine Birne auf dem Zwiebelbrett aufgeschnitten. Ist nicht, absolut nicht meine Frucht. Zum Mittag ging es ins Dalumas. Die haben auch besonders gute Salate. Das kann ich euch nur empfehlen. Mein letzter Akt in Berlin war dann noch, die Anne und den Markus zu besuchen, die ihren Blog machen über natürliche Fruchtbarkeit. Mit denen habe ich dann noch schnell ein Interview gemacht über Fruchtbarkeit oder beziehungsweise Verhütung, Rohkost und meine Erfahrungen damit. Der Link zum Video steht auf jeden Fall auch unten drin. Dann ging es auch schon zurück nach Hause. Zum Abschluss auf meiner Reise kam ich in Leipzig vorbei beim Wegele. Das ist ein neues Rohkost-Bistro in Leipzig. Und da habe ich zum ersten Mal die Anna und den André getroffen.
Das sind zwei Leute mit ganz viel Herz, die gesundes Essen sehr, sehr lecker zubereiten. Dort gab es für mich eine Quiche, rote Beetesuppe, ein Smoothie habe ich getrunken, Muffin gegessen und einen Energieball mit nach Hause genommen. Den Link findet ihr auch wieder unten in der Box. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Also, das war's schon von meiner Berlin-Reise. Ich finde, die Stadt ist super geeignet. Man findet immer überall was. Es gibt überall Smoothie-Bars, es gibt viele Bioläden, vegane Einkaufsläden. Und es ist Wahnsinn, was die Stadt einfach bietet. Man muss nicht danach suchen, man hat einfach überall was. Das ist sehr schön. Und man trifft in jedem Laden hinter der Theke super nette Leute, die natürlich sind und ihr Ding mit Liebe machen. Irgendwie erfährt man in jedem Laden die Geschichte dazu. Das mache ich gerne mal wieder. Wenn ihr noch Tipps habt, was ich besuchen sollte in Berlin, wenn ich mal wieder dort bin und was ihr kennengelernt habt und ich gar nicht gesehen habt, dann schreibt es mir gerne als Kommentar unten rein. Dann freue ich mich aufs nächste Video und auf die nächste Reise. Bis dann. Bye. Ups. Nicht so wichtig, ne? Hat das gar nicht aufgenommen. Okay, dann geht's nochmal los. Irgendwas hat gerade nicht gepasst. Naja. Und die Diana kann super leckere Smoothies zubereiten. Diana. Schon wieder Name falsch gesagt.